Ich begrüße euch zu meinem 13. Themenvideo aus der Reihe Denk mal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Elektro und Energie. Der Energiebedarf wird immer größer durch die größere Verwendung von elektronischen Geräten, E-Mobilität und Digitalisierung. Dennoch werden alle sicheren energieerzeugenden Kraftwerke abgeschaltet. Wenn der Wind nicht weht, können Windkraftwerke nicht produzieren. Wenn die Sonne nicht scheint, können Solaranlagen nicht produzieren. Die Speichertechnologien für Energie sind noch in den Kinderschuhen. Deshalb sollten wir vorerst an konventionellen Energieerzeugnissen festhalten, bis auch der höhere Strombedarf kompensierbar ist. Jetzt wird im Rahmen der Klimadiskussion behauptet, dass E-Mobilität umweltfreundlicher wäre. Ist das aber wirklich so? Zur Herstellung von Batterien für E-Autos werden große Mengen Kobalt und Lithium benötigt. Der Abbau beider Rohstoffe verursacht riesige Umweltschäden und belastet die Abbauregionen. Zudem werden Arbeiter in diesen Regionen für den Abbau ausgebeutet. So viel zur Herstellung. Über das Thema Umwelt und Klima wird noch ein gesondertes Video kommen. Jeder, der akkubetriebene Geräte hat, weiß, dass mit jedem Ladevorgang die Batterie schwächer wird. Im kleinen Maßstab kann man das am Smartphone sehen. Bei E-Autos bedeutet es aber, mit jeder Ladung einen Verlust der Reichweite. Wenn man bei einem neuen Smartphone einmal in der Woche das Akku neu laden muss, ist das nach einem Jahr bereits fast täglich. Jeder dürfte zustimmen, wenn man sagt, dass ein Auto mehr Energie braucht als ein Smartphone. Jetzt gehen wir mal von einem neuen E-Auto mit einer Reichweite von 300 km pro Akkuladung aus. Die meisten Autofahrer fahren im Durchschnitt 5.000 bis 10.000 km im Jahr. Das macht im Monat ca. 700 km. Aufladung ca. alle 14 Tage, also halb so oft wie ein Smartphone. Alle 2 Jahre hätte man im Durchschnitt die Ladezyklen eines Smartphones in einem Jahr hinter sich. Somit eine Minimierung der Leistung auf 1/7. Nach 2 Jahren könnte man mit einem E-Auto demnach je Akkuladung nur noch auf 43 km Reichweite kommen, bei gleichem Verfall. Dazu die in der Entwicklung allzu beliebte Obsoleszenz, also Sollbruchstellen. E-Autos mögen im Verlauf der Zeit günstiger werden, weil auch viel weniger Teile verbaut werden müssen. Aber dass ein Auto 15 bis 20 Jahre gefahren werden kann, ist ausgeschlossen. Im Schnitt alle 3 Jahre muss man sich ein neues Auto anschaffen. Und das bei sinkender Kaufkraft eines jeden Einzelnen. Zum Thema Obsoleszenz wird noch ein gesondertes Video kommen. Jetzt muss man mit jedem Neukauf sein altes Fahrzeug entsorgen. Batterien sind Sondermüll. Wenn E-Autos ausschließlich gefahren werden, steigt die Menge des Elektroschrotts erheblich. Elektroschrott ist schon heute ein großes Problem. Auch zum Thema Elektroschrott wird ein gesondertes Video kommen. Ein weiteres Problem ist die Energie. Derzeit fahren 64,8 Millionen Autos auf deutschen Straßen. Mal angenommen, alle würden in E-Autos ausgetauscht werden. Jedes Fahrzeug benötigt 2 Akkuladungen im Monat. Und jetzt gehen wir auch davon aus, dass immer dieselbe Zahl Fahrzeuge zum Aufladen gleichzeitig angeschlossen würden. Dann werden jeden Tag 18.514.285 E-Autos geladen. Das bei durchschnittlich 45 Kilowattstunden. Ladungen bedürfen in der Regel mehrere Stunden. Wo soll diese Energie herkommen? Ausschließlich erneuerbare Energien können das nicht leisten. Dennoch wird, trotz so eines Vorhabens, die Abschaffung konventioneller Kraftwerke gefördert. Diese stellt eine unvernünftige und nicht zu Ende gedachte Entwicklung dar. Das frühzeitige Abschaffen von konventionellen Kraftwerken wie Kernkraft oder Kohle führt früher oder später zum Stromausfällen, welche mehrere Wochen andauern können. Die Wirtschaft kommt schon in Teilen zum Erliegen durch eine gesundheitsbedingte Ausgangsbegrenzung. Wie wird wohl die Folge bei einem mehrwöchigen Stromausfall, bei dem auch alle Computer und Industriemaschinen nicht mehr betrieben werden können? Telekommunikationsgeräte sind zumeist auf eine zusätzliche Stromzufuhr angewiesen. Genau wie alles, was über das Internet gesteuert wird. Wie sollen dann Lieferketten für die Versorgung aufrechterhalten bleiben, wenn man nicht mehr kommunizieren kann? Genau wie die Kommunikation würde auch die mediale Information abbrechen. Manueller Zeitungsdruck findet meines Wissens nicht mehr statt. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen.
Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg.